Servus zusammen und recht herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge LS22 und wir sind wieder auf der Deichhofabend Frieden und ihr seht es, ich konnte nicht an mir halten. Ich musste den Thorion jetzt kaufen, aber ich erkläre euch gerne auch warum oder was da meine Gedanken dazu waren, aber er war nun mal einfach im Angebot und es ist vom Prinzip her ja kein, es ist ein Frontlader und kein Kompaktlader oder wie nennt man die Geräte hier noch? Frontlader, Radlader, sondern es läuft ja unter der Kategorie Frontlader und deswegen können wir nämlich hier auch unsere Gerätschaften hier benutzen und unsere Gerätschaften benutzen wir deswegen, weil wir hier natürlich aufräumen auf unserem Grasfeld. Da sind wir jetzt fast durch und ich habe auch mittlerweile hier diesen Anhänger gekauft, der uns helfen soll, auch die Tierchen zu füttern, zum Beispiel unsere Schafe oder zum Beispiel auch Getreide in unsere Mühle zu bringen. Und ich weiß nicht, ob man es von hier sieht. Nein, man sieht es nicht. Die Mühle dreht sich in der Zwischenzeit, denn wir sind auch dort hier am Produzieren. So, ich muss hier entladen. Stoppele. So, Arbeitsstellung. Und dann geht es hier weiter. Weil ich habe ja wieder, wie ihr wisst, gerne meinen Pro-Modus an hier. Da geht übrigens auch bei diesem Strautmann. Das heißt, ich kann hier die Ballen hier auflegen und erst dann werden die über die Autoload-Funktion entsprechend sortiert. Und jetzt sind wir nämlich genau bei dem Thema. Ihr seht es, 2 Silageballen kann der Kollege hier anheben. Und das liegt wohl definitiv daran, dass halt nun mal der Motor sich hinten befindet. Und deswegen kriege ich hier auch die Ballen hier hoch, die ja ein ordentliches Gewicht haben. Nämlich von, wir wissen es, 890 Kilo. Und deswegen habe ich mich hier für den Klaas entschieden. Der wird uns nämlich helfen auf dem Hof, vor allen Dingen, wenn es hier ums den Ballentransport geht. Da soll er uns natürlich helfen, die Ballen zum Beispiel in die BGA zu bringen. Und dann müssen wir nämlich nicht ständig mit dem Lindner arbeiten, sondern haben den Klaas immer parat und brauchen nicht eigene Werkzeuge dafür, sondern können die Frontladerwerkzeuge dann auch nehmen. So, ihr seht es, dass da oben sich auch gerade was tut. Das liegt daran, dass ich hier einiges am Laufen habe und es hat sich auch mittlerweile einiges getan. Und ich finde es auch super, wie ihr auch hier diese Map hier unterstützt mit euren Minuten, die ihr mir hier gönnt. Und das freut mich sehr, denn die Folgen kommen, so wie es aussieht, bei euch ja ganz, ganz gut an. Also die Deichmann-Abendfrieden ist wohl eine Map, die euch ebenfalls gut gefällt. Und mir gefällt sie extrem gut, sodass ich ja fast gar nicht mehr davon lassen kann. Immer wieder was tun. Und wir haben 15.44 Uhr und jetzt mittlerweile schon einiges geschafft. So, denn ich habe noch mal ein bisschen was gekauft. Also eben nicht nur den Klaas und den Anhänger, sondern noch ein weiteres Feld. Leute, ich will hier richtig Action. Richtig Action muss hier gehen. Und deswegen schauen wir mal. Das ist er nicht. Ich habe auch ein paar Aufträge angenommen. Hier läuft unser gemieteter Topliner wieder auf dem kleinen, kleinen Weizenfeld. Und den könnten wir eigentlich auch schon mal wieder abtanken. Das könnten wir schon mal machen. So zwischendrin. Schwuppdiwupp, dann laufen wir da mal rüber zum Klaas und ich zeige euch gleich, wo sich hier dieses Feld befindet. Es ist kein großes Feld, aber es bringt uns auf jeden Fall nochmal Stroh und es ist von der Umweltbewertung ein relativ gutes Feld. Ich sage hier relativ gut, denn die Felder sind hier eigentlich alle nicht besonders gut, außer die im Süden. Da hat wohl der Kalle dann gemeint, je weiter die weg sind vom Hof, desto besser. Und ich zeige euch das Ganze mal. Also, ich habe hier dieses Feld hier noch gekauft, die 15, die 3. Ich hätte ja Bock gehabt auf die 3, aber ihr seht es hier. 87 in der Bewertung, das ist nicht besonders gut. Die 23 kommt wenigstens auf 97 und hier die 3 ist sogar noch, ja, genau zwischendrin. So, deswegen habe ich mir gedacht, okay, dieses kleine Feld können wir auf jeden Fall noch dazu nehmen, denn früher oder später will ich die 28 haben und die 28 kostet 70.000 und ich bin mir sicher, dass das der Schweinestall ist und da möchte ich dann auch irgendwann mal einsteigen, aber dazu brauchen wir mehr Felder, um Feldfrüchte zu generieren. Jetzt haben wir erstmal die 3 und die 23 und wir haben auf jeden Fall auch schon wieder Schulden, nämlich 100.000. Die musste ich aufnehmen, um eben diese Sachen entsprechend hier uns zu besorgen, damit wir die dann auch haben. So, Dele, ich gehe mal rüber zum Deutz. Quatsch, ja doch, zum Deutz.
Dann lassen wir den nochmal marschieren. Da müsst ihr nochmal zwei Bahnen machen, dann ist gut. In der Zwischenzeit schaue ich mal, was hier das macht, denn ich habe mir zwei Aufträge. Stoppele. So, das übernehme ich mal schnell selbst. 81, okay, da muss eigentlich abgetankt werden. Dann machen wir hier vorne mal ein bisschen aufräumen. Denn ich habe zwei Ernteaufträge angenommen. Und A, um natürlich die Mietkosten für den Deutz reinzubekommen. Aber B, möchte ich auch gerne noch ein bisschen Material hier abzwacken. Ihr wisst ja, normalerweise bei den Ernteaufträgen bleibt immer noch ein kleines bisschen was übrig. Und das will ich mir gönnen, denn ich bin echt mal gespannt, ob wir tatsächlich aus Raps hier Mehl herstellen können. So, unabhängig mal davon, ja, dass ich auch ein kleines bisschen ja die Hoffnung habe. Ich gebe es zu, ich wollte ein kleines bisschen cheaten, aber das ist nicht mehr machbar. Ich habe die Aufträge natürlich auch angenommen, um an einen Drescher ranzukommen, aber da kann man sein eigenes Feld nicht mehr mit bearbeiten. Aber ich müsste auf jeden Fall das andere Feld damit machen können und somit hat sich dann die Miete für die zwei Fahrzeuge auf jeden Fall halbiert. Jo, und da immer mein Tipp auch, nehmt natürlich das Gerät vom kleineren Auftrag, weil dann zahlt ihr natürlich auch weniger Miete. So, dann machen wir hier nochmal schnell weiter. Also Rapsstroh gibt es nicht, oder? Strohablage, nein. Also hier nicht wie beim Yogi, wo es auch von Raps Stroh gibt. Das haben wir hier nicht. So, also ich muss einfach sagen, wenn ich hier lang fahre, wenn ich hier mir die Felder anschaue, wenn ich mir hier die Gegend anschaue, es ist einfach stimmig und macht Spaß. Es macht einfach Spaß hier, finde ich, auf dieser Deichhof zu arbeiten vom Kalle. Und ich muss auch fast sagen, also sie ist mindestens, aber das sieht ja jeder anders, mindestens ebenbürtig zur Rehbach. Aber ich finde es halt auch schön, dass sie eben einen ganz anderen Flair hier letztendlich ja auch versprüht mit dem Norddeutschen, einfach mit diesen norddeutschen Elementen. So, auch wenn sich das Wind gerade nicht dreht, doch es dreht sich ganz leicht. Auch da stand in der Beschreibung, dass man wohl irgendwie ein Windrad hat. Aber ich vermute, das gilt natürlich, wenn man als neuer Farmer beginnt. Und das tun wir ja nicht. So, was macht er? Er macht jetzt Päuschen. Okay. Dann fahren wir nochmal schnell darum. Unterstützen ihn. Oder das können wir eigentlich selber schnell machen. Dann je früher, dann können wir das Fahrzeug auch früher wieder zurückgeben. So, und dann können wir nämlich nochmal ein paar Ladung Stroh mitnehmen. Hervorragend, sehr schön. Tja, in der Zwischenzeit, wie gesagt, bin ich in die Produktion gegangen, habe Mehl in die Mühle gebracht. Das heißt, wir produzieren, nein, nicht Mehl, Getreide natürlich. Es soll ja Mehl produziert werden. Dann habe ich natürlich unsere Tierchen alle gefüttert und auch dort die Produktionen angeworfen. Sowohl was die Schafe angeht, als auch die Hühner, als auch das Gewächshaus. Aber da ist noch nichts zu sehen. Und dann habe ich noch ein interessantes Phänomen für euch. Als ich nämlich das Gras bzw. die Silageballen produziert habe oder andersherum, es gibt einen Grund, warum ich mehr Silageballen produziert habe, als ich eigentlich ursprünglich wollte. Und das zeige ich euch, sobald wir mit unserem Glas wieder zurück zum Hof gehen. Denn es gibt schon wieder so eine kleine Ungereimtheit, wo ich noch nicht genau weiß, was Sache ist. Und da kann vielleicht der ein oder andere von euch, der hier die Deichhof schon gespielt hat, mir vielleicht in die Kommentare schreiben, was es damit auf sich hat. So. Das müsste es gewesen sein. Dann tanken wir den Kollegen hier ab. So, da springen wir mal rüber. Und die Abdeckung öffnen. Also der Brandner ist natürlich schon cool. Aber auf einer Yogi-Map hätten wir, glaube ich, damit Probleme. Ihr wisst ja, Drehschemel und Yogi. Er sucht den Challenge. So, das gibt nochmal Weizen. Jetzt muss ich gerade mal was kurz schauen.
Ja, wir müssen die Umweltbewertungen noch kaufen, ne? Ja, die haben wir noch nicht gekauft. Sudele, okay. Das ist dann erledigt, oder? Yep, das ist erledigt. Dann können wir den schon wieder zurückgeben. Besser ist das. Okay, dann zurück zum Hof. Also wie gesagt, ich finde es super stark. Hier jetzt allein diese Straße mit dem Mais auf der linken Seite, die Bäume, dann hier die Strommasten. Das finde ich also schon richtig, richtig stimmig. So, wir fahren zurück zum Hof und dann zeige ich euch ein kleines Mysterium. Und das Ganze hat mal wieder mit der Silage zu tun und wir kennen das ja auch schon mit den Silagebunkern von der Alteiche, wo wir ja auch so ein bisschen Probleme haben. Auch natürlich der Silagebunker hier auf der Oberschwaben, wo wir auch Probleme haben. Und ich muss langsam sagen, also irgendwie, ich habe kein Glück mit den Silagebunkern, beziehungsweise mit den Durch- oder mit den Kopf-Dingbunkern. Hier, so, da haben wir auch schon die erste Palette Mehl. Da können wir dann auch demnächst unseren Gabelstapler zum Laufen bringen, beziehungsweise zum Einsatz bringen. So, was ist los? Ja, muss man mal schauen. Vielleicht, ja, links ist besser. Ja, stopp. Links? Nee, will er nicht. Na, ja, dann machen wir halt hinten. Sehr schön. So, und jetzt dürft ihr mal ein Auge in den Bunker werfen. Ich habe da versucht, tatsächlich Material reinzubringen. Und man sieht es vielleicht. Irgendwas passt da nicht. So, ich bin da also reingefahren, habe angefangen von hier aus mit meinem Ladewagen das Gras abzulegen. Und dann war das hier Gras und auf einmal wird es Häckselgut. Und das Interessante ist, dass das Material hier nicht angezeigt wird. So, Füllstand Häckselgut 22.000. Das war aber, nachdem ich das Material hier ausgekippt habe, erst bei 18.000. Und als ich das Gras hier rübergeworfen habe, in die Schaufel ist es noch Gras. Sobald ich hier rüberfahre, wird es zu Häckselgut. Und dann zählt er das dann auch hoch. Und das kommt mir jetzt gerade alles ein bisschen komisch vor, weil es ist doch kein Häckselgut. Das Gleiche hatten wir ja auf der Oberschwaben, als ich Heu in den Bunker geworfen habe und er hat daraus sofort Häckselgut gemacht. Also ich bin einfach ein bisschen irritiert, weil ja, und vor allen Dingen, warum ist es nur da vorne Häckselgut und nicht hier, ne? Also, das ist wirklich ein bisschen komisch. Komme ich nicht ganz mit klar. Ich weiß nur, wenn ich jetzt... Es war auch grafisch so, dass zwar hier Gras war, aber da war ein Loch über der sozusagen die Grasplane, die Textur. Da war dann hier ein Loch. Und ja, es war auf jeden Fall komisch, hier das Gras durch die Gegend zu schieben. Irgendwas stimmt da nicht. So, dann stellen wir den erstmal wieder ab. Und ihr seht auch, dass ich ja mittlerweile ein paar Ballen reingestellt habe. Und so wie es aussieht, bleiben hier drüben, kommen keine Ballen hin, sondern die Ballen werden dann auf der Seite wieder aufgehäuft. Gehe ich jetzt mal einfach davon aus. Das heißt, man könnte also hier links ein Fahrzeug oder Geräte reinstellen. Auch das werden wir antesten mit den letzten Ballen, die wir jetzt noch einladen. So, den stellen wir erstmal wieder hier rein. Es geht halt nichts über eine Durchfahrhalle, muss man schon sagen. So, jetzt holen wir hier den letzten Ballen. Wo ist er denn? Der Ballen da oben, den können wir nicht nehmen. Der ist nämlich ein kleiner. Das heißt, den holen wir dann mit dem Glas. Also da muss man schon sagen, der kommt relativ gut zurecht mit den Ballen. Obwohl das ja ein kleiner ist.
Also ich denke, so für die Ballenaktion ist der schon sehr, sehr gut geeignet. Aber auch mit ihm komme ich gerade so über die Kante vom Silo King, also vom Futtermischer. Aber es geht, es geht, es funktioniert. Und das gefällt mir. So, der Ballen, da hatten wir nicht aufgepasst. Da haben wir noch nicht umgeschaltet gehabt. Das müsste ein kleiner sein. So. Ich denke, in der Zwischenzeit ist der John Deere fertig. Wir haben übrigens dann das Feld, was ich mir gedacht habe zu kaufen. Das Haferfeld hier rechts. So, wir fahren mal los. Das habe ich übrigens jetzt auch im Auftrag, im Ernteauftrag. Also da werden wir diese Saison noch drauf verzichten, denn wir müssen uns ja noch eine Drille kaufen und am besten natürlich eine Direktsaatmaschine, denn dann sparen wir uns auch das Grubbern und dann brauchen wir natürlich noch ein Gerät zum Düngen und ein Gerät gegen die Unkrautbekämpfung. Das heißt, die drei Maschinen brauchen wir noch, aber da ja jetzt zum Glück die ersten Silageballen hier am Gären sind, hoffe ich mal, dass im nächsten Monat eventuell wir schon anfangen können, die BGA zu füttern. Einen Silageballen habe ich ja noch in Reserve. Zweimal habe ich jetzt den Mischer hier gefüttert. Da ist noch ein bisschen Material drin, um unsere Kühen auch genug Material zu geben. Und dieser Ballen, der liegt hier links, der weiße. Und den hebe ich mir noch auf fürs Verfüttern. So. Okay. Dann legen wir den mal hier ab. Dann können die in Ruhe arbeiten. Und das werden unsere BGA-Ballen. Und da muss ich schon sagen, das ist super. Da haben wir hier genügend Platz zum Arbeiten. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an hier mit dem Bunker. Da habe ich mir ja gedacht, machen wir Silage eben für unsere Tiere. Und dann habe ich hier eine Schaufel gekauft, die relativ auch groß ist. Mit 2400 oder 500 Liter. Und da hätten wir dann natürlich dann auch arbeiten können. Aber ich denke, wir gehen jetzt komplett auf Ballen. So, jetzt schauen wir mal. Also wie gesagt, im Moment haben wir im Silo... So, der nimmt jetzt hier Gras auf, ne? Also wir haben jetzt in der Schaufel Gras. Und im Silo-Füllstand 22.000. Also da ändert sich jetzt gar nichts. Und das irritiert mich schon arg. So. Und jetzt fahre ich dahin. Den gibt es übrigens in Glas. Den könnte man vorne auch mit einer Doppelbereifung versehen. Dann wäre der auch ganz witzig. So, und der kippt jetzt hier Häckselgut aus. Ich fülle Gras ein und er kippt Häckselgut aus. Also das finde ich ein bisschen irritierend. Also zumindest, außer das ist wirklich so und das ist mir noch nie aufgefallen. So. Und jetzt habe ich auch 22.666. Das heißt, das, was ich hier an Gras hier hochnehme, ja, das hat er überhaupt noch nicht mitgerechnet. Und jetzt will ich gerade mal gucken, also wenn ich das jetzt wieder hierher kippe. Ja, jetzt ist es Häckselgut. 23.031. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da jetzt noch ein bisschen was fehlt. Aber das müssen wir jetzt verdichten und dann sehen wir mal weiter. Aber wie gesagt, ich bin leicht irritiert. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht oder was ihr dafür ein Gefühl habt, ob das jetzt so stimmt oder ob das so nicht stimmt. So, wir müssen... Ach Gott, was hat denn jetzt er wieder gemacht? Aber ich glaube, er ist fertig, oder? Er ist fertig. Ja, das Feld ist soweit durch, wenn ich das richtig sehe. Dann können wir den Auftrag soweit schon mal abschließen. Na, schauen wir mal. Was zeigt er an? Ja, müsste komplett abgeerntet sein und gehen wir rüber zur 3 und werden da noch das ganze Thema hier abarbeiten. Sehr schön. Dann fahren wir gleich mal rüber hier mit dem John Deere und legen los.
15.52 Uhr und ich habe natürlich bewusst die Zeit jetzt mal auf langsam gestellt. Ich habe sie zwischendurch auf 2, dann mal auf 3 Minuten, damit auf jeden Fall ein bisschen was geht bei den Produktionen. So, jetzt bin ich natürlich gespannt, komme ich da jetzt rein? Weil jetzt wird es natürlich knapp, wenn mir einer entgegenkommt. Deswegen schnell, 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 schnell. Und hier müssen wir auch mal schauen. Oh ja, dann immer die Schilder mit. Sorry. Sorry. Okay. Ja. Ich weiß, ist für Lohndienstleistung reserviert. Ist mir klar. So, in der Zwischenzeit mal schauen, wo muss ich denn eigentlich hin mit dem Ding? So, das war die Rapsernte Landhandel. So, da bin ich mal gespannt, wo ist denn der Landhandel? Ach, ist es der da unten? Ah, da geht's. Einmal muss da nach links und einmal direkt rechts rüber. Nach links. Unten rechts und einmal ganz rechts. Okay. So, Dele. Da können wir jetzt nochmal den Helfer losschicken. Und dann können wir hier mal rausspringen. Karte wieder mal klein. Und dann bringen wir mal das restliche Material, die restlichen Ballen ins Ballenlager. Und dann schauen wir mal, wo er die hinpackt. Also ich habe hier so richtig Bock. Ne? Also ich finde diese Map sagenhaft. Also ich habe selten, ja, ich will sagen, selten eine schönere norddeutsche Map gesehen. Muss ich sagen. Oder so eine Küstenmap. Weil was mir natürlich auch gut gefällt, dass sie klein, überschaubar, kompakt, alles so ein bisschen in der Nähe. Also natürlich gibt es für Multiplayer oder so andere oder interessantere Karten, absolut mit Sicherheit. Aber ich finde die hier so für den Singleplayer und so. Also wir haben ja hier die Butchern gespielt und die hat mir ja schon gut gefallen. Aber die hier, nee, 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 Kalle, also eine ganz, ganz tolle Map. So, dann bringen wir mal hier die Ballen rein. Da habe ich dann Unterstützung. So, zack. Abladen. Dann hier rein. Ah, sehr gut. Keine Kollision. Abladen. Und er packt die dahin. Okay. Das ist schön. Das ist gut. Und das bestätigt mich, also zumindest im Moment, dass er anscheinend nicht hier drüben die Ballen reinpackt. Das heißt, wir können also hier ordentlich reinstapeln. So, 300 passen hier rein. Also da haben wir genügend Luft. Sehr schön, sehr, sehr gut. Die Ballen hier sind in erster Linie mal für unsere Tierchen. Die anderen Ballen da hinten sind natürlich für unsere BGA, die ich hoffe jetzt auch demnächst zum Laufen zu bringen. Aber was ich jetzt auch noch schnell zum Laufen bringen möchte, jetzt muss ich aber gerade mal überlegen, da steht da hinten. Das machen wir hier noch schnell. Zack, zum Abschluss der Folge. Fahren wir mal schnell noch unser Mehl holen. So, da habe ich ja extra den etwas flotteren Lizard genommen. Der fährt ja 43. Ah, ich hätte auch geradeaus fahren können. So, und da kommen wir natürlich auch ein bisschen flotter hier über die Karte, über die Map. Und dann holen wir uns mal das Mehl und schauen mal, wo wir das jetzt genau hinbringen müssen. Damit wir schon mal das erste Material für unsere Sandwiches haben. So, ein kleines bisschen zusammenschieben. Na. Na, also. So. Und ich denke, das Material müssten wir irgendwo dazwischen in den Gang da. Da war, glaube ich, so eine Abladestation oder Ablagetrigger. Das ist hier alles Kuhstall. Und wenn ich richtig gesehen habe, müssten wir das hier abgeben können. Oder? Ja. Ja, sehr schön. Er nimmt's schon. Wir müssen es gar nicht mal hinstellen, die Palette. Hervorragend. Ja, jetzt fehlt uns eigentlich nur noch die Milch. Dafür brauchen wir natürlich auch noch einen Anhänger. Das sehe ich schon. Vielleicht so einen kleinen. Müssen wir mal schauen. Und dann brauchen wir natürlich endlich unsere ersten Salat und unsere ersten Tomaten, damit wir hier drinnen beginnen können mit der Produktion von
Brot mit Käse und Salat. Und ihr erinnert euch, hier oben steht es: knackiges Mühlenbrot nach Art des Hauses mit Herz und Fettnapf. So, Freunde, das soll es gewesen sein für diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich wieder mal für eure Aufmerksamkeit. Wir sind auf der Deichhof Abendfreden und es geht hier bald in den nächsten Monat. Und dann bin ich mal gespannt, wie wir hier unsere Produktionen richtig schön zum Laufen kriegen und vor allen Dingen, was uns das Ganze dann an Geld bringt. Ich sage recht schönen Dank, bis zum nächsten Mal und bis dahin sage ich Tschüss, Cheerio, euer Badenfarmer.